Just like a spark that's breaking out. Can't make a stop, can't turn back now. We know that there's no room for doubt. No, we can't turn back now. That passes without you on my mind. Not even 1 minute can end up before you come around. I yearn for the days when I see your face here before me. I long for the times you held me in your arms. Whoa. How I wish that you were here to give me everything I want, but I know that
dollars on the rise now. Woo! Endless celebrations all in my house. Yeah. Levitating now, I'm super duper fly now. Yeah. London boy, but they see where I reside now. Put the time in while you always yelling time out. And for critic, cause I know I'm coming with it. You were sitting, you were wishing I was handling my business. Yeah. Now I got the ball like Harry Potter playing Quidditch. And my business is humongous, you a thing that happens in there. Damn, man, I'm all that, yeah, I'm all that. Looking for that whip, yeah, that what you call that. Tell me where they at though. I'm the new pop, all I do is rap though. Yeah. Want me on your song, throw a couple stacks, yo. Woo! Everybody wanna do the same thing, yo. Einen wunderschönen guten Abend. Servus, meine Freunde. Ich grüße euch. So, oh, muss hier das noch ein bisschen überstellen, glaube ich. So, willkommen zum Livestream Nummer 2 bei mir am heutigen Abend. So, heute sind wir im Magenpokal. So, warte mal. Dann stellen wir es einfach mal ein bisschen darüber. Dann ist das auch okay. Nochmal. So, einen wunderschönen guten Abend auch an meinen Co-Kommentator, den Chris. Chris, bist du da? Hallo, ja sicher, ich bin immer da. Ja, sehr schön. So, heute Lauf Nummer 2 in Barcelona. Das Wetter schaut ja nicht so besonders aus, wie wir an, wie wir sehen hier. Ja, im Vergleich zu Spa ist es aber wenigstens trocken. Ja, letztes Wochenende, da war es ja Chaos pur. Richtig, sehe ich so. So, auch mal für den MacGameboy. Danke ich dir für deinen Follow und dann gehen wir mal auf die Strecke, hätte ich gesagt. So, dann stellen wir hier mal ein bisschen was ein. Ich hoffe, euch geht es allen gut. Habt ihr Muttertag gut verbracht? Habt ihr euch euren Muttis schön was zum Muttertag geschenkt oder habt zumindest ihr eine Freude bereitet? So, das Quali hat er begonnen, der liebe Chris. So, Chris, was erwartet uns heute auf Katalonien? Das kann ich dir nicht vorher sagen. Das da bin ich genauso gespannt wie du. Ja, voraus ging ja das Problem, dass einige Fahrer die Anmeldung vergessen hatten. Deswegen sind einige Fahrer auch zu Recht etwas sauer, dass sie noch die Möglichkeiten hatten, sich im Nachhinein anzumelden. Allerdings habe ich mich dann dazu entschieden, dass all diejenigen, die sich rechtzeitig angemeldet haben, heute die doppelte Punktzahl bekommen bei den Primärpunkten, also die Punkte, die erfahren werden können. Die Fairness-Punkte, die sind für alle gleich, selbstverständlich, aber halt, wenn jemand jetzt zum Beispiel 2 Plätze schlechter ist als ohne die Nachnominierung, wir müssen sagen, es sind auch nicht viele. Es sind ja jetzt pro Lobby nur 2 Leute nachnominiert worden. Das heißt, die 2 Plätze, die man verliert, würde man durch diese Bonuspunkte dann wieder ausgleichen können. Der Schaden ist also relativ gering und ja, das hat jetzt auch nicht nur mich nochmal bewegt, das alles so ein bisschen zu ändern. Dass jetzt die Möglichkeit besteht, sich permanent anzumelden. Allerdings ist man da dann angehalten, sich auch wieder abzumelden, wenn man mal nicht kann. Macht man das nicht, das heißt, ich plane die Leute ein in die Lobbys und man kommt nicht, dann ist man direkt komplett raus aus dem Markenpokal. Da muss man halt sich jetzt vorher entscheiden, möchte ich permanent angemeldet sein oder denke ich lieber jede Woche dran. Krasse Entscheidung natürlich. Ja, nur die Leute, die sich jetzt, die sagen, ich bin definitiv sonntagabends immer da, dann können sie sich natürlich permanent anmelden und laufen nicht das Risiko, dass sie dann vergessen, sich anzumelden, sitzen dann zu Hause abends und sagen, scheiße, jetzt hätte ich eigentlich fahren können. Das ist richtig, gebe ich dir recht. So, ich mache mich mal hier mal vom Acker, muss hier noch was einstellen und der Chris unterhält euch in der Zeit zu lang. So, wir sehen uns gleich. Chris, ich gebe mal das Wort an dich. Ja, ich übernehme dann jetzt einfach mal. Wir sehen jetzt gerade MC Kevin. Der fährt jetzt gerade Richtung Startziel und beginnt damit seine erste schnelle Runde im Qualifying. Gefolgt von TR Bakayn.
Dann kommt Late rüber, DOB Escapado, ECR Schiavone, GTM Visi, DOB Jinx, Campi und Major Desola. Der fährt heute für Ronny. Der hat Internetprobleme, das hat er schon angekündigt vorher. War auch rechtzeitig angemeldet, deshalb bekommt er auch seine Ersatzfahrer heute doppelte Punkte. Also wie gesagt, er fährt jetzt heute als Ersatz für Ronny. Das ist ja auch einmal erlaubt in der Saison. Und ja, das hat er halt rechtzeitig angekündigt und damit geht das alles klar. So, wir springen dann mal wieder zur Nummer 1. Ich weiß nicht, ob du da gerade im Bild bist. Ich bin gerade im Bilde. Ich muss jetzt nur schnell nochmal meine Batterie, von meiner Tastatur die Batterie wechseln. Gerade jetzt danach fängt die Batterie streichen. Ja, der perfekte Streamer ist vorbereitet. Ja, genau. Die Batterie kann ja auch nichts dafür. Also wegen des Leibes ab. Ja, also ich laber jetzt einfach mal weiter. Ich weiß zwar nicht, welches Bild da jetzt gerade zu sehen ist. Obwohl, doch, ich sehe es. B1 ist gerade im Bild. Perfekt. Dann kann ich auch direkt was dazu sagen. Also, MC Kevin jetzt nochmal die letzte Schikane. Und jetzt geht's Richtung... Oh, da haben wir gerade im Hintergrund gesehen, dass es bei keinen da gedreht hat. Also aus der ersten schnellen Runde wird erstmal nichts. Aber Zeit ist ja noch da, um nochmal eine Zeit zu setzen. Also MC Kevin 1:44.356 als erste Zeit. ECR Schiavone direkt dahinter mit, und ich muss jetzt schon wieder sagen, so Mist. Ich habe zwar die Brille auf, aber der Fernseher ist trotzdem zu weit weg. Deshalb wandere ich jetzt mal kurz nach vorne, solange Corsi noch beschäftigt ist. Also ECR Schiavone mit... gut 8 Zehntel hinter MC Kevin, dann nur 600stel dahinter Major Desola, dann wieder 7 Zehntel DOB Escapado, auf Platz 4, auf Platz 5, aktuell dann mit ungefähr einer halben Sekunde Rückstand auf DOB Escapado, DOB Jinx, Late dann auch ganz knapp dahinter, auf Platz 6 mit nicht ganz einer Zehntel Rückstand, Late 1990, Campy 1981, dann mit 4 Zehnteln hinter Blade auf Platz 7, auf Platz 8 aktuell noch keine Zeit gesetzt, hier aber keinen, da haben wir gerade gesehen, dass er sich gedreht hat, der jetzt dann wieder unterwegs und von dem werden wir gleich wahrscheinlich dann auch noch eine so, Chris. Gute Zeit sehen. Ich nehme mal an, er wird sich irgendwo im Bereich zwischen P1 und P4 einordnen. Und GTM Visi, auch aktuell noch keine Zeit gesetzt, auf Platz 9. So, dann noch eine andere Information, und zwar der Fahrer Klöte hat sich schon gemeldet. Er hat zwar Internet, aber kommt bei der PlayStation nicht rein und hat schon alles Mögliche probiert. Also müssen wir sagen, ja, schade. Aber wenn es nicht geht, geht's nicht. Manchmal spielt die Technik gegen einen. Aber dafür gibt es ja im Magenpokal Gott sei Dank auch zwei Streicher in der Amateurliga. Von daher ist der Punkteverlust dann auch zu verkraften. So, wir sehen jetzt gerade, dass P2, P3 und P4 in der Box waren. Haben nochmal die Reifen gewechselt. NC Kevin, da war ich jetzt gerade nicht im Bild, wahrscheinlich war er auch in der Box. Die Reifen sehen auf jeden Fall insgesamt noch sehr frisch aus. Also, gibt auch nochmal Vollspeed, um jetzt gleich eine schnelle Runde nochmal zu setzen, abschließend. Und ja, ich würde sagen, wir bleiben jetzt mal vielleicht auf P2. Der ist jetzt gerade, läuft gerade auf P5 und P6. Ist natürlich ein bisschen ärgerlich, nur da die beiden vor ihm natürlich auch auf einer schnellen Runde sind, müssen sie ihn auch nicht vorbeilassen oder langsamer machen. Das ist dann eben einfach so diese Problematik, das hatten wir auch im Spa schon gehabt, dass einige Fahrer dann sich aufgeregt haben, dass sie mehr oder weniger blockiert wurden, aber es geht halt immer beim Qualifying ordentlich Abstand halten vorher, damit man dann bei der schnellen Runde keinen Verkehr hat. Ansonsten ist es halt einfach Schicksal, jetzt sehen wir gerade, Blade bekommt eine Strafe, DOB Jinx bekommt auch eine Strafe, das heißt, deren schnellen Runden sind jetzt vorbei, das heißt, jetzt sollten sie möglichst Platz machen, denn sie sind nicht mehr auf ihrer schnellen Runde.
So, jetzt höre ich, du bist außer Atem, aber Ja. fertig. Hast du Batterien gefunden? Ja, ich habe es gefunden, aber ich glaube, ne. Warum auch immer meine Tastatur ausgestiegen ist. Die hat bis gestern noch funktioniert. Gestern habe ich sie noch in Betracht gehabt, aber wahrscheinlich muss ich jetzt den Rechner neu starten. Machen wir aber nicht. Das heißt, du bist jetzt gerade auch nicht in der Lage, die Renneformation auszuschalten, nehme ich an. Achso, Doch, doch. doch, 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 alles gut. Achso, ja klar, kannst du ja, das geht ja auch manuell. Ja, klar. So. Muss es halt über den Controller machen, ist halt wegen der Replay-Einblendung, ist es halt ein wenig, semi. Ja, wir hoffen ja, dass es keine Unfälle gibt, die man wiederholen muss und dann Nee. passt das schon. Wie gesagt, ist schade, aber warum auch immer. Also ich habe keine Ahnung. Ja, gut. Ich bin im Augenblick auf Platz 2. So, Jungs, es ist wie immer, klappt alles noch nicht so, wie es will. Ich bin umgezogen, also von dem her ist der erste offizielle Stream im GT Morgenpokal in der neuen Zentrale. Ach, ich dachte, du wärst in deinen Pyjama geschlüpft, als du gesagt hast, du bist umgezogen. Okay, da habe ich mich vertan. Ja, das vielleicht auch. Man weiß In dein es Hello nicht. Kitty Pyjama. Ja, das ist. Nein, heute habe ich die Minions ausgewählt. Ach so, ich dachte jetzt So. Prinzessin Lilifee. Nee. So, Ja, ich gehe mal dann machen wir durch. weiter. Genau. Wo warst du vorhin? Ein rosa Schweinchen. Hast du das rosa Schweinchen schon gesehen? Die rosa Sau. Also, gesehen schon, ja. Ich kannte ja alle durchseppen. Ja. Die Zuschauer haben es vielleicht nicht gesehen. So, der Jinx oder Dob, wie soll man ihn nennen? Ja, da wir zwei Dops haben, nennen ihn ruhig Jinx. Sehr gut. Gut, wir sind auch live. Oh, der Blade gerade mal in der Wiese. Dahinter der Visi, was für ein Zufall. Und dann der Campi. Also, ich erhoffe mir heute ein spannendes Rennen. Wie gesagt, da leider einer fehlt. Doch, es fehlen zwei, oder? Fehlen zwei. Mit Klöte und mit MP fehlen, glaube ich, zwei heute. Was? Warte, ich bin gerade am Schreiben. Hast du was gefragt? Ja, es fehlen jetzt bei uns in der Lobby zwei heute. Zwei fehlen, genau. Das ist einmal MP-Minder-Crew fehlt und Klöte. Gut. Ja. Kevin immer noch auf 1. Hat auch im Augenblick auch die schnellste Runde hier mit 1:44, 2:20. So, gehen wir noch mal rein. Machen wir trotzdem die Informationen jetzt aus. Tastatur ein, alles anzeigen aus. Ist für euch natürlich schade. Irgendwie spackt meine Tastatur. Ich weiß es nicht. So. Schauen wir gleich mal auf die Zeiten hier. Nee, funktioniert nicht. Keine Ahnung warum. Aber wenn man die Information unten ausschaltet, dann gehen die Zeiten rechts auch weg, oder? Kann man die einblenden lassen? Warte Nee, mal. die Rundenzeiten. So kann man es machen. Braton Joy, vielen, vielen Dank für deinen Follower. Danke dir. So, Chris, kann ich es einblenden lassen. Ja, ich guck Das. gerade bei dir, aber ich Na? sehe gerade noch nichts. Dass du halt siehst, links siehst du halt die Platzierungen und rechts halt nichts mehr. Ja, Na? das ist nämlich, das ist so, das genau das fehlt mir eigentlich, dass man rechts noch die Einblendung hat und nur quasi unten die Verschleißanzeige fehlt. Genau. Ähm, So wie jetzt das wäre an eigentlich der non, ja genau, das Nonplusultra. Aber versuch's ansonsten regelmäßig über die F12-Taste einzublenden. Das dann da Ampel. finde ich,
Ach ja, du hast ja keine F12. Ja, super. Ich habe noch, wie gesagt, wir machen eh eine kleine Pause und dann schaue ich mal, ob ich noch eine andere Tastatur finde und dann kriegen wir es irgendwie schon hin. So, meine Freunde, das ist im Augenblick die Tabelle. Gehen wir noch mal drauf. Achso, ja, gut, das Rennen geht auch schon los. Ja, dann ist es wahrscheinlich. Ja, das war's. So, meine Freunde. Der Kevin auf der 1, Bakayn auf 2, Diabone auf 3, Desola 4, Espado 5. Ja, ich kann ja meine ganzen Sachen hier nicht einbinden. Und die Ampel schaltet auf von Rot und los geht's. Grün, 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 grün. Sind alle gut weggekommen. So. Also ist keiner stehen geblieben, Nein, zumindest. keiner stehen geblieben. Wir warten auf die erste Kurve. Nein, schaut ganz gut aus. Naja, leichte Berührungen. Ja, da könnte es auch schon wahrscheinlich Zeitstrafen geben bei den ersten, aber. Schaut soweit ganz gut aus. Oh, die rosa Sau wird etwas nach außen gedrängt. Ich gehe mal, versuche mal auf die rosa Sau zu gehen. Liebe Dob. Halt, oh. Das ist natürlich jetzt richtig scheiße. Ich kann ja natürlich auch nicht umblenden. Ja, auf Platz 8, da wird Campi gerade extrem langsam. Ja, ich denke mal, dass er auch einen Schaden hat. Ich würde ja sagen, mach mal Replay, damit man sehen kann, was da passiert ist. Aber ist ja nicht. So. Nee, das geht leider nicht. Wie gesagt, heute ist es noch nicht. So wie es auch war, da hinten sind wir ja nicht von ihm gewohnt. Dob ist auch nicht gerade schnell unterwegs. Bei der Sola Ja. schaut es ganz gut aus. Ich würde ja gern irgendwie eine Ansicht wechseln. Aber ich kann es nicht. Es funktioniert leider Ich sehe nicht. gelbe Flagge. Ist ja was passiert. Ja, die ersten gehen schon in die Box, bei keinem geht in die Box. Der Ja. Dob geht in die Box. Campi auch. Campy auch, okay. So. Super leid, Jungs, aber die Technik streikt und dann ist das leider scheiße. So, wir bleiben jetzt mal auf Platz 3 drauf. Ich hasse das ehrlich. Ich will da gerne eine andere Ansicht haben, aber es funktioniert nicht. Warte mal, Manni. Ja, ich schau mal schnell. Danke dir für die Information. So. Ja, hast recht, Manni. Vielen, vielen Dank für die Information. Die habe ich gebraucht. So, dann gehen wir mal in den Espado. Dann gehen wir mal in die Kameraposition. So, wir gehen ins Fahrzeug natürlich. Schauen das hier mal an, wie es vom Sicht vom Fahrer aus ist. Schauen nach hinten. Oh, wir müssen nach hinten. Ne? Sehen wir gerade noch den Angriff. Aber verbremse hier, Verbremser vom Desola. Ja, verstehe ich aber auch nicht. So, dadurch ist natürlich der Platz 4 und 5 getauscht worden durch die Magenkollegen natürlich. So, dann gehen wir mal nach hinten. Und nach hinten ist nichts. Man kann auch wieder aus der Box draußen. So, und so haben wir schon ein paar Minuten fast schon hinter uns. Ja. So, gehen wir mal auf den Führenden, auf den Kevin. Kevin hat 800 Vorsprung vor Giovane, der die erste Bestzeit gesetzt hat hier. So, 1:44.951. Versucht sich jetzt ranzurobben, kommt auch langsam in den Windschattenbereich. Liebe Zuschauer, und jetzt Zielerzeit hier bei Giovane im Sektor.
gehen wir auch mal in. Eins. So, gehen wir mal in die Cockpit-Perspektive, wie er dran ist, wie er sich ranschmiegt. Wunderschöne Innenansicht hier bei Gran Turismo, liebe Zuschauer. Und ich begrüße natürlich auch die Zuschauer in dem Livestream. Herzlich willkommen hier bei Gran Turismo Markenpokal in der AM League. Jetzt, Chris, du sagst mir bitte, wenn was weiter hinten passiert. Ich bleib mal so lang drauf. Ja. Wieder lila Zeit im Sektor. Nutzt natürlich den Vordermann. Und nicht ganz. Windschattenbereich ist natürlich jetzt ein bisschen weiter, aber er ist wahnsinnig schnell unterwegs. Das wird wahrscheinlich neue Bestzone von Giavone. Ja, ein bisschen weit rausgekommen, aber alles noch unter Kontrolle. Leichtes Heckversetzen hier vom lieben Kevin. Und Kevin geht in die Box. Dadurch die Führung auf Platz, jetzt. Auf Platz 3, 4. 3 und 4. Bin ich drauf? Bin ich jetzt beim lieben. Was? 3, 4, 2, 3. Ja, jetzt ist es 2, 3. Gerade war es noch 3, 4. Genau. De Sola ist jetzt im Windschatten von Giulio Escapado und ich denke mal, er wird auch gleich einen Angriff versuchen. Richtig. Im Windschattenbereich ist er auf jeden Fall. So, ich sehe gerade Lobby B, startet jetzt gerade das Rennen. Okay. Sind also etwas hinterher. Naja, das ist ja ganz klar. Das ist ja. Schöne Grüße an den lieben El Boleto. Auch von meiner Seite aus hier. So, und jetzt kommt gleich der Angriff hier vom De Sola. Er setzt sich für den Fall dran schon. Ah, noch nicht ganz. Aber er zeigt sich. Jetzt ist er innen. Kommt besser raus. Jetzt ist er vorbei. De Sola jetzt auf Platz 2. Sehr schönes Überholmanöver hier in Barcelona. Beim zweiten Lauf. So, bleiben wir mal drauf hier. Nach hinten hat er genug Abstand. Ich gehe mal die Reihenfolge von 1 auf durch. So, gehen wir mal in die normale Ansicht. 1, Giavone, 4 Sekunden Vorsprung vor De Sola mit jetzt eine Sekunde Vorsprung. Er kann sich schon leicht absetzen von Dob Escavaro. Dann hat er 2 Sekunden Vorsprung von Kevin. Ja, MC Kevin hat sich ja schon wieder vorgekämpft. Der war ja gerade in der Box. Ist gerade schon an Blade vorbeigefahren und er wird sich jetzt auch direkt Escapado schnappen. Also sehen wir, wie er schneller nachkommt. Genau. Also ich denke mal, da können wir draufbleiben, vielleicht sogar mal kurz. Ja, jetzt hat er aber einen leichten Fahrfehler gehabt und jetzt ist er dran. Jetzt muss er aber schon wieder in die Box. Ja? Nein, das ist nicht Kevin, das ist Blade. Ach. Nee, ja. Escapado. Escapado ja. War's. So, dadurch ist Blade jetzt auf Platz 4. Escapado ist natürlich in der Box. Visi auf Platz 5. Der hat jetzt gleich das Duell. Ich bleib mal hier bei Visi und Backheim bleib ich drauf. Genau. So, schauen wir mal, der wird sich jetzt in Überschuss, hat er im Windschattenbereich und jetzt geht er vorbei. Schönes Überholmanöver, schön ausgebremst. Und man sieht hier rechts im Bildschirm, kann man sie eigentlich sagen, in der Rückfahrkamera sozusagen, sieht man, wie er ihn überholt hat. Schönes Überholmanöver, klassisch die Gerade ausgenutzt. Ja, wie sie versucht dran zu bleiben, aber... Ja. Ah, leichter, ein bisschen weiter raus und dadurch verliert er schon ein bisschen Zeit nach knapp 22 Minuten. So, gehen wir da mal weiter. So, die rosa Sau hier, schaut euch dieses Prachtexemplar an. Schaut es euch an, richtig geil. Schöne Lackierung hier von den vom Dob Jinx. Ich merke schon, du stehst auf rosa. Auf jeden Fall. Da, schau hier, meine Freunde, die Minions sind am Start. Am Start. Auf Platz 9, 6,6 Sekunden zurück. Wie gesagt, es geht noch viel. Also wie gesagt, Katalunya ist keine einfache Strecke. Passiert immer wieder mal was. So, ich bin jetzt auf Platz 1 drauf und gehe mal nach hinten, weil da ist der Kevin dran. Kevin ist dran, liebe Zuschauer. Am De Sola. Oh. Er geht jetzt weit nach rechts außen. Warum? Will er ihm keinen Windschatten geben? Oh, doch. Ja, schauen wir mal. Andere Strategie hier von De Sola. So, Chris. Und jetzt kommt gleich der Angriff wahrscheinlich.
So, Rakaien gerade in der Box. Blade ebenfalls. Ja. Ich bleib mir drauf. Easy auch. Auf Kevin. Campy auch. Leichtes Versetzen und der Fahrfehler vom lieben Desola. Da macht er den Fehler. Der Druck war wahrscheinlich zu groß. Und hat er leider nicht halten können. Jetzt ist Kevin auf 2. Kevin macht sich. Ja, man muss natürlich sagen, bei dem extremen Verschleiß, den wir hier in der Liga fahren, sind natürlich einige Kurven gerade auf dieser Strecke dann auch sehr schwierig, wenn die Reifen abgefahren sind. Da sieht man auch wirklich, wie sie dann am Driften sind. Richtig, ja. Lieber Audio Pizarro, vielen, vielen Dank für dein Follow. Schön, dass du zuschaust. 20 Zuschauer am heutigen Abend in der Heimliga, das ist richtig cool. Vielen, vielen Dank, dass er einschaltet. So, ich gehe mal weiter durch. Wie gesagt, Chiavone auf 1, Kevin auf 2, Desola auf 3, Escaparo. Auf weiter Flur hat knapp 9 Sekunden Rückstand und 7,5 Sekunden Vorsprung vor Blade. Blade hat knapp 3 Sekunden und Bakayn hat sich den Rüssel geschnappt, glaube ich. Der war in der Box, oder? Der Bakayn? Ne, der war vorhin schon in der Box. Ja, Bakayn war das zweite Mal schon in der Box. Chiavone und Major Desola sind gerade in der Box. Genau. Bakayn, wie gesagt, auf Platz 6. Ja, und jetzt ist der liebe Dorp gleich wieder rein mit seinem Rüssel, Schwanz, Schnauze, Auto, wie man es auch immer sehen will. So, Campi auf Platz 8. Dahinter kommt Wiese. Da gehen wir doch mal in die Hauptmannsicht. Weil das könnte auch ein Duell werden. Wird nicht lang dauern. Wiese ist eigentlich doch ein recht schneller Fahrer, muss ich sagen. Er legt sein Rennen eigentlich relativ gut, aber heute irgendwie klappt es scheint nicht so. Ja, vielleicht auch eine spontane Strategieänderung, weil er vielleicht Schäden hatte. Wie gesagt, das kann man ja alles nicht sehen. Aber es waren ja einige Fahrzeuge am Anfang auffällig langsam. Also ich gehe mal stark davon aus, dass es da nach dem Start dann irgendwo auch Berührung gegeben hat. Wird man dann im Nachgang alles erfahren. Ja. So, jetzt persönliche Bestzeit hier für ein Wiese. Pasco, nein, das darf ich nicht. Der Chef hat gesagt, wir sollen es nicht einschalten, das hat. Ist für die Zuschauer natürlich nicht so toll, aber es ist an sich für die Spannendheit im Rennen selber, dass hier nichts vorgesagt werden kann, die strategiemäßig. Ja. Bleibt es hart mit der Meinung aus. Ja, das war einfach, nachdem wir mitbekommen haben, dass teamintern dann auch Partys offen sind. Das kann man ja sehen. Und dann einige Fahrer Informationen bekommen von anderen Teammitgliedern, die dann den Stream schauen, dann kann man natürlich schon mal eben sagen, der vor dir hat jetzt zum Beispiel einen extremeren Verschleiß als du, der muss vor dir in eine Box oder dessen Rundenzeiten werden gleich langsamer. Aus dem Grund haben wir gesagt, okay, wir blenden es nicht ein. Dann ist es spannender für alle letztendlich. Keiner weiß, wie der andere, was er für eine Strategie fährt. Das heißt, man muss auch als Fahrer selbst aufpassen, okay, wie war der jetzt schon in der Box drin oder noch nicht. Oder auch abschätzen können, mache ich Zeit gut auf ihn. Man kann das ja auch selber sehen dann bei den Zeitdifferenzen. Also es gibt halt keine Teamorder mehr. Das ist eigentlich nur das, was wir damit erreichen wollen. Ja. Wenn die Tastatur von dir funktioniert, dann würde man ja auch mit F12 dann auch die Zeiten anzeigen können, die Zwischenzeiten. Nee. Funktioniert leider nicht. Sonst ich würde es gerne einblenden. Ich muss noch mal gucken, warum. Deswegen hat das Rennkomitee quasi beschlossen, keine Reifenverschleiß und so weiter anzuzeigen. Das ist einfach spannender bleibt für alle anderen Teams, weil sie müssen halt wirklich schauen, was sie machen. So, schauen wir nochmal, ob es irgendwo einen Zweikampf gibt zwischen Kevin und Chiavone. Nein, Kevin hat die Führung übernommen mittlerweile, Chiavone war in der Box. Genau, aber ich nehme an, dass MC Kevin auch nochmal in die Box muss. Vielleicht sogar noch ein zweites Mal. Wie gesagt, die Strecke ist sehr reifenraubend. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass wir da noch locker pro Fahrer zwei Boxenstopps sehen. Ja, Platz 3, Desola immer noch. Von im Augenblick haben wir keine einfach eine Minute die Leiter reinmachen und das Problem ist gelöst. Was einfach ist. Hä? Was? Nein. Aber vielen Dank.
Aber er hat doch heute auch schon Gran Turismo gefahren, oder habe ich das jetzt falsch gesehen? So. Ja, Technik begeistert. Wir sind hier zwar nicht bei BMW, aber was weiß ich, entweder hat es den Geist aufgegeben, ich weiß nicht, gestern noch funktioniert. Man wird sehen. So. Der liebe Chris lacht sich kaputt. So. Blade hat jetzt Backnack vor sich. Backein vor sich. Vielleicht mal eine kurze Information aus der parallelen Lobby. Wie gesagt, die Fahrer sind alle gleichgestellt. Dementsprechend da ist auch keine Unterschiede, wie man sonst hat, Lobby A, Lobby B, dass B schlechter ist als A. Das ist bei uns parallel. Also aktuell in der Lobby B ist Wiseman auf Platz 1, auf Platz 2 GTM Flipmeister, auf Platz 3 MBR Tobi 6. So, weiter sage ich erstmal nichts. Alles weitere erfahrt ihr dann noch später. Richtig. Also, okay, dann ist es ein anderer. Aber alles klar, weiß ich Bescheid. Vielen Dank für die Information. So, ich will einen Zweikampf, Jungs. Ihr gebt mir keinen Zweikampf. Doch, hier, jetzt, Alter. Hier, Wiesi ist an Kampi dran. Schön im Beifug. Oh, er lässt schön Gnade vor Recht verwalten und hat hier schön Platz gemacht. Aber wir so, haben. Chiavone wieder auf Platz 1 gerade. Ja, es war davon schon. Ja, der nächste Angriff hier. Der nächste Angriff probiert es auf der Bremse. Nein, ah, ist innen. Ah, ja. Oh, Blade hat einen Fahrfehler gemacht. Wird jetzt gerade durchgereicht auf P6. Ist in der Schikane abgekommen. Okay, dann ist er vorbei. Wiesi ist jetzt auch vorbei, aber er gibt nicht auf. Campi gibt nicht auf. Lieber Chris, Frage von den Zuschauern für die Zuschauer. Ist das Tuning erlaubt? Darf man sein Setup einstellen? Nein, das ist in der Amateurliga nicht erlaubt. Also da fahren sie mit Standard-BOP und kein persönliches Setup erlaubt. Also es ist wirklich für alle identisches Auto. Die Reifenwahl ist frei. Das auch nicht, weil die Autos voll sind beim Start. Und ja, das die einzige Herausforderung ist der siebenfache Verschleiß. Das sieht man jetzt auch immer wieder mal bei den Autos, gerade auf solchen Strecken. Ja, Entschuldigung, dass ich unterbreche. Also, wir müssen auf Platz 1 und 2 umschalten hier. Kevin ist dran am Chiavone. Jetzt hat er den Windschatten. Linkskurve dadurch, Chiavone immer noch. Und der Fahrfehler, Führungswechsel hier. An der Spitze Kevin wieder auf Platz 1. Das ist noch nicht ausgestanden. Dieser Platz 1 wird von diesen zwei, glaube ich, heute unter sich ausgemacht. Oder was glaubst du? Ja, also zuletzt war ja MC Kevin in der Box. Also der hat definitiv, glaube ich, gerade besseren Reifen. Und da weiß ich nicht, ob da der Schiavone nochmal kontern kann. Wir haben noch 12 Minuten. Ja, die Frage ist, geht er nochmal in der Box? Ich nehme es an. Die Frage ist, geht MC Kevin nochmal in der Box oder versucht er jetzt mit den Reifen durchzufahren? Ja, es bleibt auf jeden Fall spannend. Also wenn sie beide nochmal in der Box fahren, dann könnte sein, dass es nochmal spannend wird. Fährt MC Kevin durch, denke ich mal, ist der Drops gelutscht und er fährt den Sieg dann nach Hause. Okay. So. Dann schauen wir mal. Kleiner Ausritt hier vom Chiavone noch. Es hat leicht gestaubt. Der Jinx ist in der Box. So, dann schauen wir. Desola auf Platz 3 bis jetzt im Augenblick. Ohne Druck von vorne nach hinten. Bacain konnte sich absetzen vom Despacaro. Descaparo. Ich habe bei dem Namen heute gedacht. So, Blade dahinter. Auf Platz 6. Platz 7, der Brüssel Schnauzer, die Sau vom Jinx dahinter Wiesi und dann Campi. So, ich bleib mal auf dem Wiesi drauf, weil Wiesi hat gleich den lieben Jinx wieder vor sich. Ja, jetzt gerade vergrößern sich die Abstände ja überall. Dann würde ich sagen, verabschiede ich mich jetzt aus der Party und wechsle dann mal rüber. Geh nur.
verlass mich nur. Ja, das kriegst du jetzt schon alles hin. Also wie gesagt, so sind das ist ja, glaube ich, die Co-Kommentatoren, ja. Wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen. Alles klar. Okay, vielen Dank, Chris. Und bis wir hören uns nach dem Rennen nochmal. Ja, und danke dir schon mal. Jo, bis dann. Bis dann. Ciao. Ciao. So. Das war der liebe Chris. So, gehen wir nochmal auf Platz 1. Der Kevin hat jetzt 3,2 Sekunden Vorsprung vor dem lieben Giavone. Giavone hat 7 Sekunden Vorsprung. Bin gespannt. War kein in der Box. War kein Pferd raus. Blake ist in der Box. Jetzt bin ich gespannt, wo der liebe Bakayn rauskommt. Oh, bleibt da vorne. Bleibt da vorne. Ja, er bleibt vorne. Liebe Zuschauer, der liebe Bakayn bleibt vorne. Vor dem lieben Escapado. Und man sieht gleich, er zieht gleich weg. Wie ist ja auch in der Box, liebe Zuschauer, knapp 10 Minuten noch zu fahren hier in Barcelona. Sekunden konnte jetzt schon wegfahren, aber man merkt hier, neue Reifen drauf, zack, bist du gleich weg. Konnte überhaupt nichts machen, er war wirklich dran, auf einen Millimeter genau und keine Chance, keine Chance. So, haben hier den lieben Blade, dann den lieben Jinx, wie sie auf Platz 8, Campi auf 9. So, Kevin, jetzt 5,8 Sekunden Vorsprung vor Giavone. Ich gehe mal davon aus, dass der wahrscheinlich nochmal in die Box muss, weil sie so viel langsamer. Und da haben wir schon, er geht in die Box. Giavone ist in der Box. Jetzt bin ich gespannt. Knapp 10 Minuten vor dem Ende. De Sola, Platz Nummer 3, geht auch in die Box. Dadurch verschiebt sie. Bakayn kommt. Jetzt auf Stahlzielgeraden. Jetzt bin ich gespannt. Wo kommt er raus? Bakayn jetzt auf Platz 2. Jetzt wird es richtig spannend, weil Bakayn war auch erst in der Box und da, jetzt geht's los. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt wird es richtig heftig hier um Platz 3. Bleiben wir auf dem lieben Bakayn drauf. Der De Sola vor sich hat. Das wird das Duell am heutigen Abend noch. Bakayn hat natürlich eine Runde mehr auf den Reifen drauf. Man muss gucken. Ich sag, jetzt kommt es natürlich darauf an, wie man mit dem Fahrzeug umgehen kann, was man die Bremsbalance eingestellt hat, ob man mehr der vorsichtige Bremse ist oder der Hardcore-Bremser. Das muss man sehen hier. Knapp 7 Minuten noch auf der Uhr. Platz 4 und 3. Oh, leichter Fahrfehler, jetzt ist er dran. Jetzt ist er dran, schiebt den leicht an der Ecke an, aber kommt nicht vorbei. Aber er merkt, jetzt muss halt die Sola schauen, kommt wieder nicht so ganz gut hier aus der Ecke raus und jetzt wieder durch den Windschatten. Bakayn geht neben hin. Aber ist auf der Außenbahn. Leichte Berührung, aber kein Problem hier. Ein bisschen Stoßstange, ein bisschen Berührung, egal wie. Muss hier sein im Magenpokal. Ohne geht's nicht. Und der führende Kevin ist in der Box. Ich bin gespannt, liebe Zuschauer, was das heute noch wird. Das ist Hardcore. So, Giavone ist auf 1. Kevin kommt aus der Box. Und wo bleibt er jetzt? Bleibt er auf 1? Bleibt er auf 2? Da vorne, Kevin ist wieder Erster. Ja, einen wunderschönen guten Abend, Chris. Herzlich willkommen hier bei mir im Livestream. Ja, ich bin wieder da. Was los? Ja, Steve hat seine Party doch auf privat stehen und ich komme da nicht rein. Okay. Ja, einmal mit Profis arbeiten. Ja, wir haben es erwähnt. Er hat die Chance genutzt. Er dachte sich, na guck, ich lasse ihn da gar nicht mehr rein. Dann nervt er mich auch nicht. Genau, richtig. So, Kevin war nochmal in der Box. Knapp 6 Minuten vor Schluss. Jetzt würde, denke ich mal, den Sieg nach Hause von Giavone und würde keine Chance mehr haben. So. Bakayn ist, wie gesagt, auf Platz 3, De Sola auf Platz 4. Aber De Sola hat eine Runde weniger Reifen. Und das könnte entscheidend sein. Aber wir wissen von Bakayn,
er kann gut fahren. Also wie gesagt, der letzte Rennen, was wir kommentiert haben, wir, oder zumindest du wolltest, ich habe, hat er ein richtig geiles Rennen geliefert und jetzt zieht er schon wieder weg. Ja, aber P2 wird er nicht mehr angreifen können. Nee, P2 wird er nicht mehr angreifen, aber er kann sich wahrscheinlich auch P3 halten. Ja. Ich gehe mal stark davon aus, dass der Bakayn da einfach bessere Fahrer ist. Aber wie gesagt, das muss man schauen. So, gehen wir nochmal vorne drauf. So, Kevin mit knapp 7 Sekunden Vorsprung vor Tierwohne. Dann Bakayn mit einer Sekunde Vorsprung vor dem lieben Desola. Das ist trotzdem noch nicht aus. Escobar, oh, dreht sich weg! Escobar dreht sich weg! Glück gehabt, dass ihm der liebe Blade nicht ins Fahrzeug gefahren ist. Schreckensekunde hier auf Platz 5. Für beide Schreckensekunde. Hammerhart. Dadurch wird jetzt auch der Platz 5 sehr, sehr schwierig werden für Escobar. So, Jinx auf Platz 7. Wie sie kommt heute irgendwie nicht ins Rennen. Was auch nicht, vielleicht liegt ihnen auch die Strecke nicht. Kann ja alles möglich sein. Und Kambi auf Platz 9. So, wo sind wir denn jetzt hier? Ja, wir bleiben auf Platz 3 und 4. Würde ich sagen, der liebe Desola hat den Kampf um Platz 3 das Podium noch nicht aufgegeben. Ja, ja, man sollte auch nicht unerwähnt lassen, dass da wirklich auch extrem gute Fahrer dabei sind. Also selbst wenn diese jetzt aktuell auf 8 hängt, ja, ist er noch lange kein schlechter Fahrer. Also die Fahrer vor ihm sind echt top. Ja. Nein, das ist, wie gesagt, dem einen liegt einfach die Strecke, dem anderen nicht. Also von dem her. Ja. So. Ja. Und von daher, wenn man die Strecke nicht macht, dann ist es halt einfach so. Wie gesagt, jetzt persönliche Bestzeit für Desola. Der hat den Kampf, wie gesagt, noch nicht aufgegeben. Wie gesagt, es kann diese eine entscheidende Runde, was war kein Ehr in der Box war, kann entscheidend sogar sein. Ich bin wirklich gespannt. Ja, auf jeden Fall. Vor allen Dingen, es kommt ja auch auf den Fahrstil an. Es kann ja auch sein, dass einfach Sola einfach entspannter fährt und damit dann die Reifen aufholen. Damit nimmt der Verschleiß dann auch deutlich stärker zu bei Bakayn. Also ich denke mal, es wird nochmal spannend, die letzten paar Bestzeit. Jetzt. Ja, Bestzeit, persönliche Bestzeit für Desola. Wir bleiben mal drauf. Du kannst ja mal kurz durchschalten, ob du irgendwo noch ein DOM siehst. Dann gehen wir da natürlich mit drauf. Aber im Augenblick ist das hier das Spannendste, was ich gerade sehe. Ja, die Abstände sind woanders. Über 3 Sekunden, 5 Sekunden, 6 Sekunden, da passiert nichts mehr. Ja. Und wie sich der Rand droppt, das musst du mal anschauen. Das ist echt krass. Ja. Ja, er saugt sich jetzt richtig ran. Also ich denke mal auch, dass Bakayn gleich mit stumpfen Waffen kämpft. Der wird gleich im Kurvenbereich nicht mehr dagegenhalten können. Ich denke mal, der Angriff wird jetzt auch schon in dieser Runde noch kommen. Weiß ich nicht, aber auf der Geraden zieht er trotzdem komisch was irgendwie weg. Man muss es sehen. Wie gesagt, das entscheidet sich, glaube ich, in der letzten Runde. Und das ist ja bald. Wir haben jetzt 1,44, sagen wir mal 1,46, so die Richtung von der Zeit her, und 2 Runden haben wir noch. Ich denke mal, 2 volle Runden werden es, ja. Oh ne, es könnte noch eine Runde sein. Zwei Runden. Da, er bremst sich ran. Aber das musst du jetzt auch natürlich beachten, ne? Durch den Reifenverschleiß, ne? Und dem Ganzen, ne? Dass die Bremse auch nicht mehr so ganz so ist. Wie gesagt, wenn du jetzt da halt ranfliegst, schon extrem. Aber ich liebe diese Ansicht. Leichtes Versetzen von beiden aber jetzt dann. Und da zieht er halt einfach weg. Da ist echt, wie er da wegkommt, immer auf der, kurz vor der, nach der Geraden. Stark. Und dann schiebt er sich an, obwohl er eigentlich keinen Windschatten hat. Ja, aber das kann wirklich die Reifen sein, wie gesagt, aber kein war eine Runde mehr. Hat mehr drauf. So, ich gehe trotzdem nochmal durch, dass es euch nicht langweilig wird, dass ihr euren Fahrer auch seht auf Platz 1. Kevin mit 10 Sekunden Vorsprung. Ich denke mal, wenn er keinen Fahrfehler macht, dann ist er der Sieger des heutigen Abends. Giavone auf Platz 2, auch wieder ein sehr starkes Rennen von ihm. Genauso wie auch letzte Woche.
Bakai. So, da sieht man es auf Platz 3. Desola ist drauf. Ich muss mal kurz drauf bleiben. Nicht, dass hier noch der Angriff kommt und ich bin nicht drauf. Ja, ich bin auf jeden Fall drauf. Du kannst euch nochmal durchsetzen. Ich sag, wenn es spannend werden sollte. So, Desola auf 4 haben wir ja gesehen. Blade auf Platz 5. Nach vorne geht nichts mehr, nach hinten hat auch 3 Sekunden mehr. Dann Escobado durch seinen Dreher hat er Platz 5 leider hergeschenkt. Und dann der Jinx könnte eventuell nochmal von Wiese-Probleme bekommen. Glaube ich aber fast nicht mehr von der Zeit her. So. Jetzt muss er auf 3 gehen. So, bin ich drauf, bin ich drauf. Weil das Rennen ist jetzt vorbei und da kommt der Angriff nicht mehr. Letzte Runde, ja. Das ist nämlich ganz knapp an der Zeit. 15 Sekunden später und dann hätten sie nochmal eine Runde fahren müssen. Dann glaube ich auch, wäre Desola nochmal. Und jetzt ist er trotzdem dran. Jetzt ist er dran. Ja. Finish. Jetzt kommt es davon. Wie kommt er besser aus der Kurve? Kann Backkein den Platz halten? Ja, ich glaube schon. Oh. Es wird auf Platz. Giovane ist durch und jetzt kommt Backkein und lädt sich auf Platz 3. Sehr starkes Rennen. Stark von beiden. Desola auf Platz 4. Wenn es eine Runde länger noch gedauert, dann wäre wahrscheinlich richtig Probleme gekommen. Backkein. So. Bin jetzt auf Platz 5 auf Blade. Herzlichen Glückwunsch auch an dich. Sehr, sehr stark. Ja, wir können ja nebenbei sagen, also MC Kevin ist jetzt schon durch und genauso auch Schiavone. Herzlichen Glückwunsch zu P1, P2. Also damit wäre das Treppchen komplett mit P3, gerade was wir gesehen haben, mit Bakayn. Escobado schmeißt die Karte fast schon wieder weg auf Platz 6. So. Ja, gut, mit 10 Sekunden Vorsprung hätte er das sogar noch verkraften können. Ja, aber er wäre ins Kiesbett und aus dem Kiesbett rauszukommen. Jinx, ja, okay. Platz 7. Campy? Was ist denn da passiert? Campy ist, müssen wir nochmal fragen. Da war doch vorher Visi, oder nicht? Richtig, genau. Da war 1,6 Sekunden weg, wo ich drauf war. So, schauen wir uns das Rennergebnis gleich nochmal an. Herzlichen Glückwunsch an das Podium. Sehr starkes Rennen, sehr starke Vorstellung heute wieder. Vom MC Kevin, Pole Position, schnellste Runde und der Sieg. So, dann gehen wir nochmal auf das Rennergebnis, meine Freunde. Vielen, vielen Dank, Chris. Vielen, vielen Dank. So, also, dann kannst du es hier gleich hier nochmal abfotografieren. Jawohl, ich fotografiere und speichere auch die Wiederholung direkt. Genau. Kevin auf 1, Giovane 2, Backkein auf 3, Desola auf 4, Blade 5, Escobado auf 6, Bob Jinx auf 7, Campy 8, Visi auf 9. Leider 2 Fahrer heute nicht dabei gewesen, der eine kam nicht rein, der andere hatte keine Zeit mehr, keine Lust mehr, man weiß es nicht. Ich hoffe, die sind beim nächsten Mal wieder dabei. So, lieber Chris, dann frage ich dich mal für unsere Zuschauer noch, wo ist das nächste Rennen der AM League? Das nächste Rennen, das müsste. Na, du kannst mir doch nicht solche Fragen stellen, ohne dass du vorher abgesprochen hast. ist nächste Woche schon. Ich gucke jetzt nach. Bevor ich jetzt irgendwas Falsches rausplapper. Genau. Ja, es ist einfach so viele Sachen, die ich im Kopf habe da. Und wie gesagt, alles, was nicht abgesprochen ist, da bin ich dann genauso Laie wie du. Aber ich habe die Liste schnell abgerufen. Ich habe sie ja ganz oben abgespeichert. So, genau. Moment. Also, nächste Woche. Achso, stimmt, ich kann sie einblenden. Entschuldigung. Entschuldigung. Nächstes Rennen also, ist auf dem Red Bull Ring. Sollte gerade ein kompetenter Streamer zuschauen. Bewerbung bitte nach dem Stream an mich. Ja, also nächstes Rennen, hast du gerade schon gesagt, ist Red Bull Ring, genau. Und zwar die Grand Prix-Strecke. Dann frage ich dich aber im gleichen Zug, warum fährt die AM League GP und die Pro in Short Track? Ja, das haben wir einfach, oder das habe ich vielmehr so beschlossen, dass dann eben DTM-mäßig die Gruppe 2 in der Pro League dann möglichst kurze Kurse fährt, zum Beispiel bei Nürburgring, da wurde ja auch dann immer die Kurzvariante gefahren und da haben wir jetzt natürlich aktuell beim Compris-Kurs von Nürburgring keine Möglichkeit abzukürzen, also die Kurzvariante zu nehmen, da müsste man dann auch die lange fahren. Dafür fährt dann die Amateurliga dann allerdings auch von Nordschleife, also dann schon die verhältnismäßig lange Strecke. Und da wird halt immer geguckt, dass die Pro League möglichst die kurzen Strecken fährt, halt wenig Kurven hat, aber die müssen dann halt umso perfekter gefahren werden.
Entscheidend sind dann ja auch die Setups, die dann erlaubt sind in der Pro League, anders als bei der Amateurliga. Und deshalb, also ich denke mal, als sehr guter Fahrer kann man auch in 4-5 Kurven zeigen, was man drauf hat und dass das Setup perfekt passt zu der Strecke. Und die Amateure sollen halt dann etwas längere Strecken fahren und ja. Alles klar. So, ich habe es jetzt nochmal eingeblendet für alle nochmal hier. Ja, könnt das gerne nachschauen, könnt sich gerne abspeichern, abfotografieren oder wie auch immer. Nächste Woche wieder am Sonntag Ja, ich kann noch findet. mal kurz durchgeben, wie gerade der Stand ist. Es sind noch, ja, ist auch jetzt gerade die letzte Minute in der Lobby B und da ist Wiseman auf P1, auf P2 GTM Flittmeister und auf P3 Fortuna. Ja, Sehr, sehr das wär's dann spannend. auch. Das ist doch richtig gut hier. Das freut mich. Dann sehen wir uns nächste Woche wieder in der Pro League und na, nächste Woche ist nur Amateurliga. Nächste Woche ist Pro League. Nächste Woche, halt, da sind wir Ausschließlich. halt. Ich bin eins. Ja, genau. Nächste Woche ist Pro League. Da fahren wir wieder auf Katalonien. Genau. Ist Genau, ja und auch wieder darauf die Woche flexibler. dann Red Bull Ring für die Amateurliga. Genau. So, in diesem Sinne, das sehe ich auch schon wieder was hier beim Red Bull drin. Naja, bin ich gespannt. Ob das hier auch wirklich so zutrifft in Österreich mit Regen. Könnte spannend Ja. werden. In diesem Sinne, schön, dass ihr zugeschaut habt. Schön, dass ihr da wart. Danke an alle, die uns den Abend hier versüßt haben. Eine Stunde quasi. Fast volle Renn-Action mit dem Chris und dem Corsi. In diesem Sinne, einen wunderschönen Abend. Tschaußen, wir sind draußen. Servus. Tschüss.